Hallo, liebe Sternzeichenfische. Ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Liebeslegung für den Mai ansiehst. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist bereit für deine Nachrichten. Wir fangen jetzt auch direkt an, deine Karten zu mischen und ich stelle die Frage: Was erwartet dich in der Liebe im Mai, liebe Sternzeichenfische? Wer oder was kommt da auf dich zu? Was sind die wichtigsten Nachrichten zur Liebe an dich? Okay, wir haben ja als erstes mal die 9 der Inspiration. Wir legen noch ein paar weitere The Muse Tarot-Karten, erklären diese dann jeweils nochmal genauer mit den Tattoo-Tarot-Karten. Und zum Schluss gibt es ein paar Tier-Orakel-Karten für dich dazu. Außerdem, während ich deine Karten lege, würde ich gerne kurz etwas ansprechen. Und zwar geht es da um ein Projekt, an dem ich in letzter Zeit gearbeitet habe. Ich habe einen Tarotkurs erstellt, weil mir zu Ohren gekommen ist, dass die eine oder andere Person sich das Kartenlegen gerne selber beibringen würde. Und als kleine Stütze habe ich eben diesen Videokurs erstellt. Ich denke, er ist sehr hilfreich und informativ geworden und kann bestimmt der einen oder anderen Person irgendwie helfen. Also wenn da Interesse dran besteht, dann findest du den Link zum Kurs unten in der Infobox. Bis Mai ist das Ganze auch noch stark reduziert, deshalb lohnt es sich, so schnell wie möglich zuzugreifen. Wenn du kein Interesse dran hast, ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit deiner Legung. Und wir haben schon die 9 der Inspiration, das Rad und den Herrscher. Der Herrscher könnte fürs Sternzeichen Widder stehen, was hier eine Rolle bei dir in der Liebe im Mai spielen könnte, muss aber nicht. Okay, und der Ritter der Materialien kommt hier auch noch raus, könnte für ein Erdsternzeichen stehen, Jungfrau, Stier oder Steinbock. Aber lass uns das Ganze Karte für Karte durchgehen. Wir beginnen mit der Erklärung der 9 der Inspiration. Was bedeutet die hier für deine Liebessituation, liebes Sternzeichen Fische? Was möchte dir die 9 der Inspiration hier mitteilen? Okay, einen Moment. Was sich hier aufgedeckt hat, ist der Hierophant. Einen Moment, ich zeige ihn dir. Ja. Der steht fürs Sternzeichen Stier oder kann fürs Sternzeichen Stier stehen, was natürlich hier schon mal zu der Erdenergie passt, weil es ein Erdsternzeichen ist. Muss aber keine Rolle spielen. Wofür die Karte halt abgesehen vom Sternzeichen noch steht, ist eben Hochzeit, Ehe, ernste Bindungen, was Festes, Langfristiges. Und es kann sein, dass du irgendwo darauf wartest. Ja, ich sehe hier so ein bisschen, dass du anscheinend ein langfristiges Ziel vor Augen hast, was die Liebe angeht, worauf du zuarbeitest, wo du anscheinend auch schon irgendwo investierst. Würde mich daher gar nicht wundern, wenn du schon jemanden Speziellen irgendwo im Kopf hast. Aber mit der 9 der Inspiration sieht es für mich so aus, als würdest du noch darauf warten, dass sich das vollends für dich irgendwo verwirklicht hier. Also es kann sein, dass du zum Beispiel gerade jemanden kennenlernst, aber es ist bisher noch nichts Festes und du wartest jetzt darauf, dass es eben zu diesem Punkt kommt, weil du hier jemanden wirklich magst. Oder wenn du bereits in einer Beziehung bist, wartest du vielleicht darauf, dass ihr beiden hier den nächsten Schritt in eurer Beziehung geht. Oder du wartest ganz allgemein darauf, dass hier jemand auf dich zukommt, der wirklich auch dieselben festen, ernsten Absichten hat wie du. Es kann sein, dass du halt ganz allgemein irgendwo das Ziel hast, vielleicht dieses Jahr noch eine Beziehung einzugehen oder den Mann, die Frau fürs Leben kennenzulernen oder wie auch immer. Und ich denke, dass du da tatsächlich schon Schritte in die richtige Richtung unternommen hast und jetzt nur noch wartest, dass das irgendwas bringt. Ja. Also entweder hast du, wie gesagt, hier schon jemand kennengelernt oder du begibst dich vielleicht auf den Markt momentan, um die richtige Person kennenzulernen für dich. Und ich würde ganz ehrlich sagen, es sieht für mich so aus, als wärst du da kurz vor dem Durchbruch, so ungefähr. Also lass uns mal auf das Rad hier genauer eingehen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Art Überraschung oder unvorhergesehenes Ereignis. So heißt es, unvorhergesehenes Ereignis. Okay. Was ist das für ein Ereignis? Was ist das für eine Überraschung hier bei dir in der Liebe im Mai, liebe Sternzeichen Fische? Was ergibt sich hier mit dem Rad bei dir? Was kommt da auf dich zu? Wir haben die 3 der Schwerter.
Wofür steht das Rad in der Liebessituation im Mai? Mit der 3 der Schwerter hier zusammen. Wir haben außerdem die Sonne. Eine Karte bitte noch zur Erklärung des Rats, der 3 der Schwerter und der Sonne. Was bedeuten diese Karten für dich? Okay, jetzt haben wir zwei, auch in Ordnung. Zwei große Arkana-Karten. Also in dieser Spalte sind schon mal 4 von 5 Karten große Arkana-Karten. Und das hat auch oftmals was zu bedeuten. Ja, die großen Arkana-Karten haben oftmals vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gewicht oder Bedeutung als die kleinen Arkana-Karten. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass hier irgendwas passiert, dass du vielleicht jemanden kennenlernst, ja, falls du noch niemanden kennengelernt hast. Oder es findet hier ein Treffen, ein Gespräch oder so mit der Person statt, auf die du dich bereits fokussierst, was die Dinge irgendwo nach vorne bringt. Ich muss aber auch sagen, mit der 3 der Schwerter und der Stärkekarte, es kann sein, dass es nicht ganz so einfach ist wie gedacht. Dass vielleicht, wie soll ich das sagen, du dich auf irgendeine Art und Weise hier überwinden musst, damit es diesen Durchbruch bei dir geben kann in der Liebe. Lass mich nachdenken, was könnten da Beispiele sein für diesen Durchbruch, für diese Überwindung? Es kann sein, dass du vielleicht, bevor du diese Person kennenlernst, die dann wirklich was für dich langfristig ist, dass du davor vielleicht ein, zwei kurzfristige Erfahrungen sammelst, falls du noch ganz allgemein am Daten bist, sage ich mal, wo du vielleicht auch irgendwo mit Zurückweisung klarkommen musst oder wo du halt feststellen musst, dass nicht jeder irgendwo auf derselben Wellenlänge ist wie du, dieselben Ziele oder guten Absichten hat wie du. Ja. Falls du hier bereits auf eine Person dich mehr oder weniger festgelegt hast, scheint deine Herausforderung hier zu sein, irgendwo deinen Selbstwert zu kommunizieren. Ich habe das Gefühl, dass du ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein hast, aber irgendwie musst du das dieser Person noch durch eine gewisse Handlung vielleicht vermitteln. Ja, weil für mich sieht es so aus, als könnte es sein, dass hier vielleicht jemand, auf den du dich bereits fokussierst, und wie gesagt, es wird nur bei denen zutreffen, wo da bereits eine Person da ist. Aber wenn da bereits eine Person da ist und ihr lernt euch kennen, aber du hast das Gefühl, es kommt nicht weiter, dann liegt es vielleicht daran, dass diese Person dich mehr oder weniger so ein bisschen, ich will nicht sagen, als verständlich ansieht. Aber ich habe das Gefühl, dass du hier was rüberbringen sollst, dass du für dich selbst einstehen sollst in irgendeiner Situation, wo du vielleicht auch sagst, okay, das ist aber eine Sache, das ist ein Thema, wo ich keine Kompromisse eingehen werde, weil das genau das ist, was ich will und was ich vielleicht mir schon sehr lange wünsche. Und das ist wichtiger für mich selbst einzustehen, als irgendjemand anderem gerecht zu werden. Ja, so eine Situation sehe ich hier, dass du dich irgendwo beweisen musst oder nicht dich beweisen musst, sondern deine Selbstliebe beweisen musst, so ein bisschen durch irgendeine Handlung hier im Mai. Ja, aber letzten Endes wird dich das nach vorne katapultieren in der Liebe, weil du vielleicht, indem du hier Menschen, die nicht zu dir passen, wenn du noch am Daten bist, wenn du diese Menschen in ihre Schranken weist, die nicht zu dir passen, dann wird es dazu führen, dass du die richtige Person für dich kennenlernst. Und wenn du hier eine besondere Person in die Schranken weist, indem du mal zeigst, okay, nein, ich sag nicht zu allem Ja und Amen oder ich lasse mich nicht auf alles so ein, wie du es gerade haben möchtest, weil ich auch selber meine Vorstellungen hier habe, die erfüllt werden sollen. Dann glaube ich, bringt dich das auch bei dieser Person weiter, weil er oder sie vielleicht merkt, okay, diese Person, das Sternzeichen Fische, meint es wirklich ernst und diese Person will es nicht nur mir oder anderen Menschen recht machen, sondern kann auch für sich selbst einstehen. Das Sternzeichen Fische ist selbstbewusst, ist stark und liebt sich selbst genauso wie andere. Und solche Qualitäten sind in der Regel ziemlich attraktiv. Und ich glaube, dadurch, dass du das rüberbringst in der Liebe im Mai, wird sich hier irgendwas unerwartet nach vorne entwickeln, weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass du diese Herausforderung hier erstmal irgendwie meistern musst, ja?
Das bedeutet, wenn du zum Beispiel hier in dieselbe Falle tappst, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie du es normalerweise machen würdest, indem du vielleicht Menschen zu viel Zeit und Aufmerksamkeit und Mühe entgegenbringst, die eigentlich es gar nicht so wert sind, auch in Anführungsstrichen, dich kennenzulernen, dann wird es vielleicht ein bisschen dauern, bis diese positive, plötzliche Entwicklung hier auf dich zukommen kann in der Liebe, weil du dir das selbst noch so ein bisschen verbaust, ja. Irgendwann wird bestimmt das Glück auf jeden Fall auf dich zukommen, aber es kommt im Mai eben stark auch darauf an, wie selbstbewusst du dich verhältst, okay? Und auch mit dieser einen besonderen Person. Je mehr du darauf schaust, dass diese Person dich mag und dass du es ihm oder ihr recht machst und dass du ihn oder sie nicht verärgerst oder keine Ahnung was, das sind jetzt nur Beispiele, wie gesagt, desto schwieriger wird es sein, wahrscheinlich im Mai diesen Durchbruch zu haben, wo auf einmal deine Person vielleicht ja auch so einen kleinen Klickmoment hat. Nach dem Motto, ja, okay, vielleicht muss ich mich hier auch mal ein bisschen mehr anstrengen, vielleicht muss ich selber auch mal was dafür tun, damit es mit uns weitergeht, weil das Sternzeichen Fische hat sich in der Vergangenheit immer bemüht. Ja, so ein bisschen, ich glaube, das ist einfach noch dieses gewisse Etwas, was hier vielleicht bei dir fehlt bisher, worauf du wartest. Diese positive Weiterentwicklung und die kommt, sobald du dich selbst beweist in der Liebe, sobald du für dich selbst einstehst und dir selbst die Liebe, den Respekt entgegenbringst, den du verdient hast, okay? Lass uns den Herrscher ansehen. Und was ich hier schon mal interessant finde, das ist mir bis eben gar nicht aufgefallen, ist, dass wir hier ein Pärchen haben, Herrscher und Herrscherin. Ihr Herrscherin, ihr Herrscher. Ja, ich denke, das ist nämlich die Sache. Sobald du zeigst, hey, ich bin die Herrscherin und das ist egal, ob du ein männlicher oder ein weiblicher Zuschauer bist, sobald du zeigst, hey, ich kenne meinen Wert, ich bin die Herrscherin, ich gehöre auf den Thron und ich verdiene auch eine gewisse Behandlung, sage ich mal, dementsprechend. Von dem Moment an wird deine Person dir zeigen, dass er oder sie dein Gegenpart ist, dass diese Person wirklich die richtige Person für dich ist. Ja. Und wenn es da bisher noch niemanden gab, dann wird sich diese Person ab dem Moment bei dir offenbaren, so wie es aussieht. Wird sich dir zeigen. Und mit der Sechs der Stäbe sieht es sehr gut aus. Die Karte steht für Erfolg. Wir haben hier jetzt auch noch den Knaben der Kelche, der für Gefühle und romantische Annäherungen steht. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Entweder, wie gesagt, sobald du selbstbewusst auftrittst und für dich einstehst, ziehst du die richtige Person für dich an, mit der es dann tatsächlich auch irgendwo funktionieren kann in der Zukunft. Oder eben diese Person fühlt sich vielleicht zu dir ein bisschen hingezogener, sage ich mal, weil du selbstbewusster auftrittst oder weil du eben diesen Anschein machst, dass du genau weißt, was du willst im Mai. Ja, also wer auch immer es ist, dem du hier näher kommst im Mai, ob du dich bereits auf diese Person konzentrierst oder ob du jemanden neu kennenlernst, diese Person wird dir definitiv hier die Aufmerksamkeit entgegenbringen, die du verdient hast. Diese Person wird wahrscheinlich hier irgendwo, ja, Komplimente machen oder einfach ein bisschen mit dir flirten und du wirst es definitiv merken, dass diese Person Interesse hat. Wir haben hier jetzt noch den Ritter der Schwerter und die Vier der Münzen. Mit dem Knaben der Kelche haben wir hier Wasserenergie, Krebs, Skorpion, Fische. Mit dem Ritter der Schwerter haben wir Luftenergie, Wassermann, Waage, Zwillinge. Definitiv wird hier jemand den Kontakt und das Gespräch mit dir suchen, sei es per Textnachricht oder sei es im echten Leben, sage ich mal. Aber für mich sieht es hier so aus, als würde jemand endlich erkennen, okay, das Sternzeichen Fische ist, was ich will. Ja, da hat es vielleicht einfach diesen Tritt in den Allerwertesten gebraucht.
Ja, oder braucht es im Mai so ein bisschen, dass du hier mal die Faust auf den Tisch haust. Und es muss nicht mal bedeuten, dass du, dass es hier jetzt irgendeinen Konflikt gibt oder sowas. Weiß Gott nicht. Aber solange du dir bewusst wirst, was du oder bist, was du verdient hast, solange wirst du das auch nach außen transportieren und es wird bei anderen Menschen ankommen. Im Mai. Absolut. Und jemand wird dich dementsprechend behandeln. Jemand wird hier vielleicht auch selber mal aus sich rauskommen, wenn du in der Vergangenheit das Gefühl hattest, dass bei einer bestimmten Person irgendwie immer du den Kontakt gesucht hast oder den ersten Schritt gemacht hast. Der Spieß wird sich jetzt umdrehen im Mai. Okay. Und genauso auch ganz allgemein gesehen, selbst wenn du hier jetzt noch keine besondere Person im Kopf hast. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du in der Vergangenheit das Gefühl hattest, dass das irgendwie alles immer schleppend gelaufen ist, dass du irgendwie immer vielleicht mehr Energie in Dinge investiert hast, in Menschen investiert hast als andersrum oder dass du, wer weiß, was hier für Mühen auf dich nehmen musstest, nur um jemand irgendwo näher zu kommen. Das wird sich ändern. Ja, im Mai, von dem Moment an, wo du hier vielleicht auch diesen Aha-Moment hast oder deinen Auftritt hast. Okay, das habe ich gerade gehört in Gedanken. Es wird einen Moment für dich im Mai geben, wo du deinen Auftritt hast, wo du sagen sollst, was du zu sagen hast. Und du wirst strahlen und deine Intention wird bei den Menschen um dich herum ankommen und die Menschen werden gefesselt sein oder zumindest die Person, von der du dir das wünschst, ja. Wenn du aufhörst, es anderen Menschen recht machen zu wollen und darauf guckst, wer es dir recht macht, von dem Moment an wird sich alles bei dir ändern in meinem, ja. Und ich sage nicht, dass du in der Vergangenheit wie so ein stilles Mäuschen warst. Ich habe ja auch hier schon von Anfang an gesagt, du weißt genau, was du willst in der Liebe. Du weißt, dass du was Langfristiges, was Ernstes willst. Aber manchmal kann eben, ich will das jetzt nicht so gemein ausdrücken, Bedürftigkeit klingt schlecht. Aber weil du so genau weißt, was du willst und eben genau darauf aus bist, kann das manchmal bei anderen Menschen vielleicht ein bisschen zu ernst rüberkommen, zu unfrei. Ich weiß jetzt leider nicht, wie ich es besser ausdrücken kann. Und es wird vielleicht auch nicht auf jeden hier zutreffen. Es handelt sich um eine allgemeine Legung und du solltest nur die Nachrichten für dich mitnehmen, die mit dir irgendwo resonieren oder klicken. Ja. Aber ja, für manche kann ich mir vorstellen, dass du einfach dadurch, dass du weißt, was du willst, vielleicht manchmal ein bisschen zu angestrengt fast versuchst, das Ganze in diese Richtung zu lenken. Ja, aber wenn du dir bewusst wirst, dass du nichts lenken musst, weil das Richtige ganz von alleine auf dich zukommen wird, dann wird sich eine Menge verändern. Absolut. Ich sehe, dass hier jemand von sich aus auf dich zukommt, wenn nicht sogar mehrere Menschen für manche hier, weil wir haben hier Wasser, Luft, Erde, ja. Kann sein, dass tatsächlich sogar mehrere Menschen an ihr Interesse zeigen. Und eben von sich aus. Du musst nichts erzwingen, sobald du deinen Auftritt hier hattest. Ich weiß nicht genau, was für ein Moment das für jeden Einzelnen sein wird. Aber das wird Eindruck schinden. Okay, lass uns jetzt noch den Ritter der Materialien hier ansehen und mal gucken, was der für dich bedeutet in der Liebe im Mai, liebe Sternzeichen Fische. Wofür steht der Ritter der Materialien hier bei dir in der Liebe? Was solltest du noch wissen? Da haben wir nochmal das Rad. Den Knaben der Schwerter und die Todkarte. Eine Karte hätte ich gerne noch. Die zwei der Münzen. Ah, das ist interessant. Ja. Weil
Ich hier sehe, dass jemand auf dich in der Zukunft zukommt, wo du das Gefühl hast, ja, hier funktioniert jetzt endlich mal was von beiden Seiten. Weil nicht nur du hast hier deinen Auftritt, ich habe das Gefühl, dass jemand auch bei dir Eindruck schindet. Dass dich jemand beeindruckt, genauso wie du ihn oder sie beeindruckst. Wir haben hier jetzt auch Luftenergie doppelt, kann also Luftsternzeichen sein, Wassermann, Waage, Zwillinge. Sternzeichen Skorpion mit der Todkarte hier. Wer auch immer es letzten Endes ist. Ich habe das Gefühl, dass falls du jetzt noch niemanden irgendwo im Kopf hast, niemand Bestimmtes, dass da jemand auf dich zukommt, der aus der Masse hervortreten wird. Und das Schöne ist, dass es gegenseitig so ist. Du stichst aus der Masse hervor und lernst jemanden kennen, der auch aus der Masse hervorsteht. Und ihr beide zeigt gegenseitig euch einfach dieses Interesse. Es kann sein, dass diese Person dich erstmal eine Weile beobachtet, bevor er oder sie auf dich zukommt. Aber wenn diese Person auf dich zukommt, dann mit einem, ja, Auftritt. Ja, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es, wer weiß, was für ein besonderer Moment sein muss oder dass da irgendwas extrem Spezielles passiert, während ihr euch kennenlernt. Nee, aber das ist dann wahrscheinlich jemand, wo du auch Stunden, Tage, wie auch immer, danach noch über diesen Moment nachdenken wirst, über diese Person nachdenken wirst, weil er oder sie wirklich sich in deinem Kopf quasi hier festbrennt. Wenn du schon eine besondere Person irgendwo im Kopf hast, dann sehe ich, dass deine Person sich so weit dir annähern wird und so unterschiedlich verhalten wird im Gegensatz zu vorher, weil er oder sie sich jetzt viel mehr auf dich einlässt und versucht auch dir entgegenzukommen, worauf du vielleicht vorher gewartet hast, dass dich das überrascht, ja, dass du das Gefühl hast, okay, hä, irgendwie steht eine komplett neue Person vor mir. Jemand, der es jetzt wirklich ernst meint und der vielleicht auch Dinge sagt, die mich verzaubern oder ja. Also wer auch immer es ist, ob es jetzt jemand Neues ist, den du erst im Mai vielleicht kennenlernst oder ob es deine Person ist, die sich dir von einer komplett neuen Seite zeigt. Aber ich glaube, du beeindruckst hier jemanden und diese Person beeindruckt dich aber genauso durch das Verhalten, durch das Auftreten. Okay. Es klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, okay? Und ich verstehe das, wenn das so rüberkommt. Aber so wie ich das jetzt empfinde, wenn ich die Karten ansehe, fühlt es sich einfach so an, als würde das, was vielleicht anfangs zwar vielversprechend, aber irgendwo träge sich angefühlt hat, als würde das jetzt im Mai einfach an Fahrt, an Intensität aufnehmen, zunehmen und aufregender werden hier. Ich kann mir vorstellen, dass du emotional im Mai irgendwo mehr empfindest, als es vorher vielleicht der Fall war, ja? Also egal, ob du bereits jemanden im Visier hast oder nicht, jemand wird dich immer genauso überzeugen, wie du es andersrum schaffst, diese Person zu überzeugen. Ich glaube tatsächlich, dass dein Auftritt hier quasi vorher kommen sollte. Der Moment, wo du dich so präsentierst, wie du authentisch bist und nicht versuchst, es dieser Person oder irgendjemandem hier recht zu machen, sondern wo du für das einstehst, was du dir wünschst und von dem du weißt, dass du es verdient hast. Und das wird so viel Eindruck schinden, dass jemand dir entgegenkommt.
auf eine beeindruckende Art und Weise. Entweder weil die Person, auf die du dich vorher schon irgendwo eingeschossen hast, sich jetzt von einer sehr zuvorkommenden, liebevollen, romantischen Art und Weise zeigt, die du vielleicht gar nicht so kennst, oder weil eben jemand Neues hier auftaucht, der Eindruck bei dir schindet. So oder so glaube ich, dass sich deine Liebessituation im Mai auf jeden Fall transformieren wird zum Positiven. Dafür musst du aber auch diese Herausforderung hier meistern, dich wirklich authentisch und selbstbewusst irgendwo zu präsentieren. Ja. Es mal nicht anderen recht machen zu wollen, sondern auf dich selbst zu schauen und darauf, ob deine Wünsche erfüllt werden. Und wenn du das schaffst, wenn du strahlst, wenn du das aussprichst, was dir auf der Seele liegt, die Menschen werden dir das abkaufen. Die werden merken, wie du aus der Seele sprichst, wie du aus dem Herzen sprichst, wie selbstbewusst du bist. Und jemand wird es dir gleich tun und dich überzeugen. Also interessante Legung auf jeden Fall. Wir legen jetzt noch ein paar Tierorakelkarten dazu. Was können dir die Tierorakelkarten noch verraten zur Liebe im Mai, liebe Sternzeichen Fische? Wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, kannst du die ganz einfach unten über den Link in der Infobox buchen. Wenn nicht, auch vollkommen in Ordnung. Wir haben hier jetzt noch Be Fearless and Bold. Also hab keine Angst und trau dich was, trau dich, dich zu zeigen, wie du bist, trau dich, für dich einzustehen, trau dich, das anzusprechen, was vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein kann, ja. Wenn du das Gefühl hast, dass du wartest und investierst und dich bemühst und das einfach nicht auf dieselbe Art und Weise zurückkommt, dann sprich das an, sprich es an, ja. Wem auch immer du näher kommst im Mai, zeig dieser Person dein authentisches Ich und hab keine Angst davor, irgendwo falsch rüberzukommen oder damit anzuecken. Die richtige Person wird deine Art und Weise lieben. Ja? Bring your ideas to life. Bring deine Ideen auf die Welt und erwecke sie zum Leben. Ja. Wenn du nicht sagst, was du dir wünschst langfristig und darüber redest oder deiner Person zeigst, was du erwartest, dann kann diese Person ja auch gar nicht wissen, was dir fehlt. Dann kann diese Person es dir ja im Prinzip auch gar nicht geben. Ja. Und natürlich, wenn du jetzt erst jemanden neu kennenlernst, dann ist vielleicht so, dass man anfangs noch ein bisschen wartet, bis man gewisse Dinge anspricht. Aber trotzdem, wenn du eine Vision davon hast, wie du dir deine Liebessituation in der Zukunft vorstellst, dann darfst du das auch ruhig von Anfang an schon so ein bisschen einfach aussprechen, ansprechen und vielleicht sogar die richtige Person eben damit inspirieren. Eine weitere Tierorakelkarte hätte ich gerne noch, bevor wir diese Legung hier beenden. Was solltest du abschließend noch wissen, liebe Sternzeichen Fische? Was ist die letzte wichtige Nachricht an dich? Okay, und da sind zwei Karten rausgeflogen. Zum einen hier die Katze mit Claim Your Independence. Erlange deine Unabhängigkeit. Und das passt auch sehr gut hier zu der Nachricht vom Panther mit Reclaim Your Power. Erlange deine Macht zurück. Okay, da geht es darum, nicht, dass du das jetzt aufgeben sollst, was du dir hier vielleicht schon mit jemandem mehr oder weniger aufgebaut hast. Und für manche mag es da eben bereits schon jemanden geben. Darum geht es gar nicht. Aber vielleicht solltest du dich ein bisschen unabhängig von den Bedürfnissen dieser Person machen und mehr auf deine eigenen gucken. Ja. Das bedeutet nicht, dass du jemanden hier vor den Kopf stoßen sollst oder dass es dich nicht mehr interessieren soll, wie es anderen Menschen geht, aber priorisiere dich selbst im Mai. Das wird sich tausendfach für dich auszahlen. Erlange deine Macht zurück. Darum geht es hier mit dem Panther, mit Reclaim Your Power. Erlange deine Macht zurück und das tust du durch diesen Auftritt, durch
das Aussprechen deiner Meinung, durch das Aussprechen deiner Wünsche und Ziele für die Zukunft, dadurch, dass du wirklich auf dich selbst guckst und dich selbstbewusst präsentierst, dir so gesehen, authentisch präsentierst. Und ich glaube, das wird sich mega für dich auszahlen, weil irgendjemand davon schwer beeindruckt ist, was du hier machst im Mai. Sehr, sehr schön. Also, das sieht für dich nach einem sehr positiven Monat aus, liebe Sternzeichen Fische. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen richtig tollen Mai und heute noch einen schönen Resttag.